Ich möchte mich heute zu vier Themen äußern. Zum ersten zu dem entsetzlichen Attentat in Norwegen, zum zweiten zur Hungerkatastrophe in Afrika und der heute stattfindenden Konferenz der Vereinten Nationen in Rom dazu. Drittens noch ein kurzer Rückblick auf die vergangene Woche, was die Frage Euro-Krise, ist sie gelöst oder nicht, betrifft. Und viertens zu Pressemeldungen über die Mitgliedersituation in der Partei Die Linke. Ich glaube, die Ereignisse vom Wochenende in Norwegen sind an niemanden spurlos vorbeigegangen. Wir als Partei Die Linke haben auch unsere Trauer und unsere Entsetzen zum Ausdruck gebracht. Und ich erinnere mich gut daran, wie ich im vergangenen Jahr als eine der ersten Auslandsreisen, die ich als Vorsitzende unternommen habe, zuerst unsere Kooperationspartner in Norwegen besucht habe von der Sozialistischen Linkspartei. Und ich war damals sehr beeindruckt von ihrer Arbeit und auch von der Frage, wie sie an die Entwicklung der Gesellschaft herangehen und wie sie eine demokratische und offene Gesellschaft verteidigen. Wir haben besonders enge Beziehungen zur norwegischen Linkspartei, die dort seit zwei Legislaturperioden gemeinsam mit den Sozialdemokraten und einer kleinen grünen Partei in der Regierung arbeitet und dafür natürlich auch steht, wie jetzt mit der Situation umzugehen ist und wie die Probleme zu lösen sind. Wir müssen konstatieren, dass es ja einen Nährboden gibt, in Europa, leider auch in dem von uns ja häufig auch als ideal betrachteten Skandinavien für rechtsextremistisches Gedankengut. Eine rechte Partei konnte dort, die sogenannte Fortschrittspartei, ja über 22% der Stimmen auf sich vereinen. Und es ist natürlich eine schwere Herausforderung für die norwegische Gesellschaft. Ich finde es sehr beeindruckend, dass der norwegische Ministerpräsident gesagt hat, jetzt mehr Demokratie, noch mehr Demokratie, sich nicht einschüchtern lassen und die Gesellschaft, die offene Gesellschaft verteidigen. Umso bedrückender finde ich es, dass wir hier gerade in der Bundesrepublik mit einer besonderen Art der Trittbrettfahrerei konfrontiert sind, nämlich damit, dass es Politiker aus der CDU und CSU gibt, die jetzt von Vorratsdatenspeicherung sprechen und von Einschränkung individueller Freiheitsrechte. Wir müssen ja einfach zumindest das, was wir bisher wissen, anschauen und sagen, eine Vorratsdatenspeicherung hätte diese Tat nicht verhindert. Und ich finde diese Art der Trittbrettfahrerei einfach inakzeptabel. Wir haben nicht nur unseren Freunden von der Sozialistischen Linkspartei Norwegens unser Beileid zum Ausdruck gebracht, sondern uns auch entsprechend an die norwegische Botschaft gewandt. Ich glaube auch, dass alle Diskussionen über die Frage, wo kommt so etwas her, uns auch wieder hier in Deutschland zu der Schlussfolgerung führen müssen. Wir müssen endlich auch dazu kommen, Strukturen zu verbieten, die rechtsextremistisches Gedankengut befördern. Ich glaube, das Verbot der NPD steht gerade jetzt besonders auf der Tagesordnung. Zum zweiten Punkt, zu dem ich mich äußern wollte, die Hungerkatastrophe in Afrika und die Frage, was kann man tun und wie ist auch die Verantwortung Deutschlands einzuschätzen. Der Sonderbotschafter oder Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen, der bis 2008 war, Jean Ziegler, sagte in einer nicht gehaltenen Rede vor den Salzburger Festspielen, sollte sie gehalten werden, er wurde unter einem Vorwand wieder ausgeladen. Er sagte in dieser Rede, die veröffentlicht ist inzwischen, ein Kind, das an Hunger stirbt, wird ermordet. Ich glaube, dieser Satz hat sehr, sehr viel Wahrheit in sich, denn die Hungerkatastrophe in Afrika war absehbar, hat sich über langere Zeit angedeutet und die entsetzliche Dürre ist ja nur eine der Ursachen. Die andere Ursache ist die enorme Spekulation mit Lebensmitteln. Und
Ich finde, eine Schlussfolgerung müsste sein, dass wir endlich die Spekulation mit Nahrungsmitteln weltweit verbieten. Und die zweite Schlussfolgerung ist natürlich die ganz konkrete praktische Hilfe. Die zuständige Organisation der Vereinten Nationen schätzt, dass man mindestens 120 Millionen Dollar braucht, um die landwirtschaftliche Infrastruktur wiederherzustellen. Und natürlich braucht es jetzt Nahrungsmittelspenden. Wir als Linke bitten unsere Mitglieder, sich an den Spendenaktionen zu beteiligen. Und die Erfahrung, die wir haben, ist, dass viele unserer Mitglieder und Unterstützer das auch bei solchen Gelegenheiten sehr großzügig tun. Aber ich glaube, an dieser Stelle ist es auch notwendig, einen Blick auf die Rolle Deutschlands zu werfen. Deutschland ist Spitzenreiter hinsichtlich der Rüstungsexporte. Aber wenn wir uns die sogenannte Oder-Quote anschauen, die Erfüllung der Oder-Quote, also die Frage, wie viel Geld wendet ein Land auf für Entwicklungszusammenarbeit, steht Deutschland sehr schlecht da. Die internationale Norm ist 0,7% vom Bruttoinlandsprodukt und Deutschland ist gerade mal bei 0,38% angelangt. Es gibt übrigens jetzt im Bundestag eine Initiative von vielen Abgeordneten, die ich auch unterzeichnet habe, endlich diese 0,7% zu erreichen. Ich muss auch konstatieren, dass seit der FDP Kollege Niebel Minister für Entwicklungszusammenarbeit ist, es hier auch eine Schwerpunktverschiebung gegeben hat. Niebel hat in seinem Afrika-Konzept für die Bundesregierung aufgeschrieben, dass es vor allen Dingen darum geht, wirtschaftliche Zusammenarbeit im Sinne der deutschen Wirtschaft, um es mal etwas deutlich zu formulieren, als Entwicklungszusammenarbeit auszugeben. Und ich finde, das ist nicht angemessen. Ich glaube, dass diese Situation, die wir jetzt in Afrika haben, unbedingt eine Aufforderung sein muss, auch an die deutsche Politik, endlich dieses Minimalziel, diese 0,7% der Oder-Quote zu erfüllen. Zum dritten Punkt. In der vergangenen Woche ist nun wieder einmal auf einem Gipfel entschieden worden, Kredite auszureichen, aber die eigentliche Herausforderung ist nicht angegangen worden. Der Bankensektor ist immer noch nicht reguliert und es ist, glaube ich, immer noch angebracht, den Satz von DGB-Vorsitzenden Sommer zu zitieren, der gesagt hat, jeder neue Rettungsschirm bedeutet, dass die Staatskasse in der Geiselhaft der Banken ist. Das betrifft die Bundesrepublik Deutschland genauso wie die Europäische Union oder in dem Fall die Länder der Eurozone. Die Forderungen der Linken sind, dass die Banken endlich an die Kette gelegt werden müssen. Wir müssen die internationalen Spekulationen eindämmen und wir brauchen eine verbindliche Beteiligung des Privatsektors an der Lösung der Eurokrise. Die Tatsache, dass Herr Ackermann bei allen Gesprächen dabei war und mit einem sehr zufriedenen Lächeln wieder herauskam, zeigt mir, dass der Privatsektor nicht so beteiligt wurde, wie wir das fordern. Die Freiwilligkeit ist etwas, womit wir sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben in solchen Fällen. Zum vierten Punkt, den ich kurz ansprechen möchte. Es gibt heute mehrere Pressemeldungen über die Frage, wie viele Mitglieder die Partei Die Linke hat. Die Pressemeldungen beziehen sich auf eine Konferenz, die Die Linke in Hannover mit den Kreisvorsitzenden durchgeführt hat. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass es guter Brauch und üblich ist, dass es nicht nur guter Brauch und üblich, sondern auch eine gesetzliche Vorlage, dass jeweils dem Bundestagspräsidenten die Mitgliederzahlen der Parteien zu einem bestimmten Stichtag mitgeteilt werden. Und der Stichtag, der jetzt der entscheidende ist, ist der 31.12.2010. Und zum 31.12.2010, also zu diesem Stichtag, hatte die Partei Die Linke 73.658 Mitglieder. Alle anderen Zahlen, die über das Jahr
hinweg festgestellt werden, sind keine in dem Sinne offiziellen Zahlen. Aber richtig ist natürlich, die Linke möchte mehr Mitglieder gewinnen. Wir brauchen mehr Mitglieder. Und natürlich brauchen wir auch Mitglieder, die entsprechend Beitrag zahlen. Denn uns unterscheidet ja von anderen Parteien, dass wir keine Großspenden von Unternehmen erstens bekommen und zweitens auch gar nicht haben wollen, sodass wir insbesondere auf die Beitragsehrlichkeit unserer Mitglieder angewiesen sind. Und es ist in der Tat richtig, dass insbesondere die älteren Mitglieder in den ostdeutschen Bundesländern verglichen mit vielen neuen Mitgliedern in den westdeutschen Bundesländern wesentlich mehr Mitgliedsbeiträge bezahlen, sodass hier ein Verlust natürlich besonders nicht nur menschlich, sondern auch in der Parteikasse schmerzlich ist. Soweit. Vielen Dank. Dann Ihre Fragen bitte. Frau Küpper. Die offiziellen Zahlen einer Jahresbekannte werden, aber Sie erinnern sich an die Auseinandersetzung um den Bayerischen Landesverband und die bayerischen Mitglieder. Da habe ich mit mehreren Vertretern Ihrer Partei gesprochen, da wurde mir versichert, dass das jetzt alles auf den neuesten Stand der Technik gebracht wird und dass es möglich ist, auf Knopfdruck den aktuellen und tatsächlichen und korrekten Stand der Mitglieder der Partei abzurufen. Deswegen würde ich Sie schon noch mal wissen, den aktuellen Mitgliederstand des Also ich kann Ihnen nur den Mitgliederstand kundtun, der offizielle ist zu diesem Stichtag. Aber es ist in der Tat richtig, dass laufend die Mitgliederdateien bereinigt werden. Wir haben ja, glaube ich, da ein sehr strenges Regime im Unterschied zu anderen Parteien. Jemand, der eine bestimmte Zeit seinen Mitgliedsbeitrag nicht gezahlt hat, wird angeschrieben. Dann hat er die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Und wenn darauf nicht reagiert wird innerhalb einer bestimmten Zeit, dann wird er aus der Mitgliedsdatei gestrichen, aber ich kann Ihnen jetzt keinen Knopfdruck liefern und halte mich auch an die offiziellen Zahlen, die wir zu dem Stichtag herausgeben. Die Leute hinten bitte. Herr Kollege, ich habe eine Frage zu dem Komplex Griechenland. Der Herr Größler legt jetzt am Mittwoch ein zu der Investitionskonferenz an die deutsche Wirtschaft Griechenland. Was wäre denn Ihre Erfahrung an die deutsche Wirtschaft? Also ich bin der festen Überzeugung, dass Griechenland ein Investitionsprogramm braucht. Die Frage ist nur, wie soll dieses Investitionsprogramm aussehen und zu wessen Gunsten soll es ausgehen? Wenn wir uns die Diskussionen in den letzten Wochen und Monaten anschauen, gab es ja den Vorschlag für Griechenland, eine Anstalt, wurde es genannt, einzurichten, nach dem Vorbild der deutschen Treuhand. Und es gab gleich Vorschläge, welches deutsche Unternehmen denn welche Einrichtungen, welche Institutionen, also wie zum Beispiel Flughafen und ähnliches in Griechenland unternehmen könnte. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, eine Privatisierung zugunsten deutscher Unternehmen. Richtig ist, dass wir Investitionen, ein Investitionsprogramm für Griechenland brauchen, was allerdings auch der griechischen Wirtschaft und dem griechischen Staat die Unterstützung bringt, die er braucht und die nicht dazu führt, dass Griechenland seines öffentlichen Eigentums völlig entledigt wird. Kannst du das konkretisieren? Also was da Ihrer Meinung nach zuhört? Also wichtig ist, dass es Unterstützung gibt, um in Griechenland auch die quasi Volkswirtschaft so zu unterstützen, dass auch wieder eine Stabilisierung erstens möglich ist, zweitens die Arbeitslosigkeit dort dadurch eingeschränkt wird und drittens auch Griechenland in der Lage ist, wieder zu exportieren. Das wären Schritte, die wichtig sind. Was ich ablehne, das kann ich nochmal ganz konkret sagen, dass die Idee entwickelt wird im Sinne diesem Vorbild, was auch schon benannt wurde, der Deutschen Treuhandanstalt, alles an öffentlichem Eigentum in Griechenland zu privatisieren. Ich glaube, diese Forderung wäre sehr kurzsichtig, eine Umsetzung einer derartigen Forderung, denn wir wissen ja, dass ein Land, was über kein öffentliches Eigentum mehr verfügt, eigentlich auch seine Angelegenheiten selbst nicht mehr regeln kann. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe nicht. Dann Dankeschön und Ihnen schönen Tag.